Es gibt noch mehr Bilder vom James Webb-Teleskop, fast geheime Bilder, die nicht Teil der offiziellen Veröffentlichung waren. Und die sind wirklich unglaublich und zeigen sogar etwas Spannendes in unserem Sonnensystem. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um alle Bilder zu sehen. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir Historisches erlebt und die ersten offiziellen Bilder des James Webb Teleskop gesehen. Schreibt mir gerne mal, wer von euch mit mir hier im Livestream dabei war. Das wird uns für immer verbinden, dass wir einem Ereignis von so galaktischer Bedeutung gemeinsam beiwohnen dürften. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die spektakulären Bilder von letzter Woche. Das waren der Galaxienhaufen SMACS 0723 und der Blick auf Milliarden Jahre alte Galaxien, die unfassbar schönen kosmischen Klippen im Carina-Nebel, in denen neue Sterne geboren werden, die interagierenden Galaxien von Stefans Quintett mit ihren ineinander fließenden Wasserstoffströmen, der südliche Ringnebel, ein klassischer planetarischer Nebel, also der Überrest eines sterbenden Sterns, und die Analyse der Atmosphäre des Exoplaneten WASP 96b, die verdunstetes Wasser auf diesem Exo-Jupiter gezeigt hat. Aber wie nun herauskam, gibt es noch mehr Bilder, die ebenso spektakulär waren, es aber aus verschiedenen Gründen nicht in die finale Auswahl der Erstveröffentlichungen geschafft haben. Die Bilder waren enthalten in einem Bericht der NASA, der auf den ersten Blick sehr behördenmäßig aussieht, aber einige Leute haben da mal reingeschaut und dann eben diese Bilder entdeckt. Das erste dieser Bilder zeigt nichts Geringeres als den größten Planeten unseres Sonnensystems, den Jupiter. Schaut euch das mal an. Was für eine unfassbare Infrarotaufnahme des Gasriesen. Die Aufnahme wurde mit der Nahinfrarotkamera des James Webb Teleskop, der sogenannten NIRCam, durchgeführt. Die Kamera verwendete einen 2,12 Mikrometer Filter, um in die mächtigen Wolkenschichten des Jupiters zu blicken. Zur Erinnerung, der Jupiter ist ein Gasplanet, das heißt, er besteht abgesehen von einem potenziell existierenden festen Kern rein aus gigantischen Gasstürmen, die über seine Oberfläche wirbeln. Diese Stürme ordnen sich in rotierenden Gasbändern an und die Infrarottechnik von James Webb, die ermöglicht es uns, unter die oberen Gasschichten zu blicken. Der größte Sturm des Jupiters, der große rote Fleck, ist auf der Aufnahme eher ein heller weißer Fleck, ebenso wie die Regionen um den Äquator und die Pole. In den dunkleren Bereichen der Jupiteratmosphäre sehen wir zarte weiße Wirbel. Und was ich besonders spannend finde, auf dem Bild ist auch der Jupitermond Europa zu sehen, der im infraroten Bereich unglaublich hell leuchtet und dessen Schatten deutlich links vom großen roten Fleck zu sehen ist. Eine Wahnsinnsaufnahme, die es aus meiner Sicht absolut verdient gehabt hätte, in die offizielle Auswahl der erstveröffentlichten Bilder aufgenommen zu werden. Brian Holler, ein Wissenschaftler am Space Telescope Science Institute in Baltimore, sagt zu dem Bild, zusammen mit den Tiefenfeldbildern, die neulich veröffentlicht wurden, zeigen diese Bilder von Jupiter die ganze Bandbreite dessen, was Webb beobachten kann. Von den schwächsten, am weitesten entfernten Galaxien bis hin zu Planeten in unserem eigenen kosmischen Hinterhof, die man mit bloßem Auge von seinem eigenen Hinterhof aus sehen kann. Dass das James Webb Teleskop auch Objekte in unserem Sonnensystem so gut beobachten kann, ist etwas, das viele Leute gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, da der Fokus natürlich auf den sehr weit entfernten Objekten und der Zeit kurz nach dem Urknall liegt. Ich werde wirklich ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, was wir mit James Webb in unserem eigenen Sonnensystem entdecken werden. Ich bin mir sicher, dass uns einige revolutionäre Erkenntnisse, vor allem über die Gasplaneten und ihre Monde, bevorstehen. Auf der ursprünglichen Version des Bildes waren sogar noch viel mehr Jupitermonde zu sehen, die dann aber in der Bearbeitung verloren gingen. Auf dieser Aufnahme hier, für die ein Filter verwendet wurde, der langwelligere Strahlung sichtbar macht, können wir noch weitere Monde erahnen. Über Europa sehen wir den Mond Thebe und rechts neben dem Jupiter den kleinen Mond Metis. Stephanie Milam, eine Planetenforscherin am Goddard Space Flight Center der NASA, sagt, ich konnte nicht glauben, dass wir alles so deutlich sehen konnten und wie hell die Monde waren. Es ist wirklich aufregend, an die Möglichkeiten zu denken, die wir haben, um diese Art von Objekten in unserem Sonnensystem zu beobachten. Und es gibt noch eine weitere James-Webb-Aufnahme, die letzte Woche nicht gezeigt wurde und die finde ich persönlich in gewisser Hinsicht am spektakulärsten von all diesen
Aufnahmen. Schaut es euch mal an und danach verrate ich euch, was wir hier sehen. Deutlich zu erkennen ist ein sich vor dem Sternenhintergrund bewegendes Objekt. Was könnte das sein, das James Webb da mit dieser rasenden Geschwindigkeit aufgenommen hat? Hoffentlich nicht ein herannahender Borg-Kubus oder so. Ich will nicht assimiliert werden. Zum Glück ist es das nicht. Wir sehen hier den Asteroiden Tenzing, benannt nach Tenzing Norgay, der zusammen mit dem neuseeländischen Forscher Edmund Hillary als erster den Gipfel des Mount Everest erreichte. Dieser Asteroid befindet sich im Asteroidengürtel zwischen dem Mars und dem Jupiter und besitzt einen Durchmesser von etwa 4,5 Kilometern. Tenzing ist jetzt kein allzu besonderer Asteroid, aber die Tatsache, dass das James-Webb-Teleskop ihn überhaupt aufnehmen konnte, ist unglaublich. Das Teleskop ist nämlich eigentlich so konzipiert, dass es Objekte so schnell wie den Mars verfolgen kann. In der Inbetriebnahme hat das Team dann jedoch herausgefunden, dass James Webb auch noch Daten erhalten kann. Wenn sich ein Objekt mit 67 Millibogensekunden pro Sekunde bewegt, das entspricht mehr als der doppelten Geschwindigkeit, die man ursprünglich für möglich gehalten hat. Also diese Aufnahme vom Asteroiden Tenzing zeigt, dass das James Webb Teleskop so derart gut ist, dass selbst die Erwartungen der Wissenschaftler überstiegen werden, die das Ding gebaut haben. In dem Bericht der NASA heißt es, das James Webb Teleskop ist voll und ganz in der Lage, die Entdeckung zu machen, für die es gebaut wurde. James Webb sollte grundlegende Durchbrüche in unserem Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Galaxien, Sternen und Planetensystemen ermöglichen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass es das tun wird. Es sieht also ganz so aus, als könnten wir uns in den nächsten Monaten und Jahren auf spektakuläre Bilder und Durchbrüche in der Weltraumforschung im Wochentakt freuen. Gut für mich. Dann schreiben sich die Videoskripte von ganz allein. Und das werden eben nicht nur Durchbrüche bezüglich fernen Exoplaneten und den ältesten Galaxien des Kosmos, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, sein, sondern eben auch, wie wir jetzt wissen, bezüglich Planeten, Monden und Asteroiden in unserem Sonnensystem. Vielleicht wird uns das James-Webb-Teleskop sogar dabei helfen können, den ominösen Planeten 9 oder Planet X zu finden, der sich der Theorie nach irgendwo in dem geheimnisvollen Bereich hinter dem Pluto befindet. Es bleibt spannend. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Welche Objekte, gerne auch in unserem Sonnensystem, soll das James-Webb-Teleskop unbedingt mal anvisieren? Schreibt mir eure besten Ideen in die Kommentare. Ich versuche auf so viele Kommentare wie möglich zu antworten, versprochen. Falls ihr eure Augen nochmal an den ersten veröffentlichten Fotos von James Webb ergötzen wollt, klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video. Ich habe dort die Bilder in hoher Auflösung gezeigt und mit Bildern vom Hubble-Teleskop verglichen und euch genau erklärt, was wir dort sehen. Wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann klickt auch mal auf den Shop-Button. Dort bekommt ihr die Shirts aus meinen Videos, Plüschplaneten, echte Meteoriten und so weiter. Jeder Kauf hilft mir, den Channel fortzuführen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!